Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geben wir endlich mal das Geld aus, damit wir den nächsten Rangkampf machen können. Über 40.000, beim nächsten Mal werden es 50.000. Überhaupt nicht teuer. So, wer wird diesmal mein Pseudo-Boss sein? Obwohl, der letzte war eigentlich ein richtiger Boss. On this planet, they say if you eat this before a showdown, it'll help you to win. How nice, Prince Fu. You do this for me? So happy. Go on, eat up. So delicious. So delicious, Prince Fu. I'm gonna win. I'll eat this tonkatsu and win. Prince Fu, you're not gonna eat it? I'll just have a bite. Delicious. Yeah, so delicious. So yummy. Super yummy. Thank you so much. That was good. I have so much energy. Now, I'll go win! Go, Lee! Ja, Leute. Ich gehe jetzt nochmal kurz ins Labor, weil ich habe sehr, sehr viele WSN und die würde ich gerne alle in Angriff stecken. Vielleicht auch eins in Leben. So, Leute. Ab an die Power Machine und let's go. So, ein Level gönne ich mir auf jeden Fall bei Gesundheit. Und den Rest stecke ich in Angriff. Weil ich brauche dringend mehr Power. So Leute, es ist ein weiter Weg zum nächsten Kampf, es ist so bei Call of the Battle, wir sehen uns dort. So Leute, wir sind kurz vor dem Rangkampf, da vorne weiter unser nächster Boss, ich habe die grüne Rüstung noch bereit, ich werde den sowas von wegrasieren. Keine Ahnung, wie heftig das jetzt sein wird mit der Rüstung, war wahrscheinlich ein gewaltiger Unterschied, als wenn man normal kämpft. Sniping Lee, the intergalactic long-shot record-holding sniper. Occupation? Expert sniper. He never lets his target get away alive. Using the anaconda kill technique, he binds his prey and takes them out with a single shot. The red pointer will not go away. Can you escape from his laser crosshairs? Das kommt mir bekannt vor. Like crazy, Travis. Welcome. To the Garden of Insanity. Bei Desperate Struggle gab es nämlich auch einen Sniper-Gegner und der hat irgendwie nie verfehlt. Travis. Yeah, we're being targeted. It's the next ranked assassin. Und deswegen soll ich Angst haben? Something feels wrong. What do you mean? This feeling. I've had it before. Now I get excited. Mir kommt es auch bekannt vor. Headshots, headshots, all day, every day. What the hell? What's going on? When the countdown ends, that's when he comes. 3, 2, 1.
Wer war das jetzt? Mir wurde schon wieder der Boss geklaut, by the way. It's not him. Who is that? You know this guy? Ich hab mit Henry gerichtet. That's the entrance of someone big and important. Are you Travis? Yeah. Hört mir doch mal meine Bosskämpfe. No. Just some memories coming back is all. I'm notorious. You're tough. What's your story? I'm a superhero from Earth. And also, I'm the WWWWW Heavyweight Champion. Okay. Holy shit! Ooh, this guy's a famous pro wrestler. Are you really the Notorious? Like, for reals? Yeah. I had a couple of overlapping road shows and was a little late arriving for the whole threat to the planet thing. My apologies. Also kriege ich jetzt keinen Bosskampf. You don't have shit to apologize for, man. But listen, I kind of feel like a hunter who's had his kill stolen from him. It pains me to hear this. After all, eliminating external threats is a superhero's duty. Are you really an actual superhero? Yeah, I'll be it part-time, but I am indeed a superhero. Champion, please, let me take the fight from here. You go wait in the back. I can't do that. My duty is... Protecting this town is the duty of the people living here, and I accepted their challenge. Ja, mir wurde halt schon wieder die Beute geklaut. If. And this is a big if. But if I were to get killed, please finish this for me. I will. Travis, touchdown. Three left. I can see that asshole's head on a stick already. I'm glad you understand, champion. The champion is you. You're the real champion. Was für ein toller Typ. Aber dieser Sieg fühlt sich unverdient an. This one apparently got skipped. Next time. Jetzt kommt mir irgendwie die ganze Zeit so vor. Assassin, but this is going against the rules. It's no fun without any boss fights, right? Yo. Whatever. I guess he'll do. Now go, Travis. Burn. Back to the Garden of Insanity once again. Klick. Mann, wann hören die auf, mir die Bosse zu klauen? Jetzt kommen sogar schon unbekannte Charaktere und klauen sie mir. Raoul. What's up, Gene? We decided to go with still images, man. Something weird is coming. Who is it now? Der Terminator. Nee, Deathman. This silhouette. It's been a while. Der wurde immer mehr zum Roboter. You again, huh? Yep. Of course you remember a little old me. Wie oft wird's eigentlich noch? Ach, Destroyman, nicht Deathman. Entschuldigung. Mit Namen habe ich nicht so. Der und fair. Wenn ich dir die Hand gebe, dann kriege ich einen Stromschlag. Rivals, huh? That's hilarious. Shake my hand or the fight can't begin. Come on, no tricks. I promise. Can't trust you. Oh, look me in the eyes. Come on. Okay. Fine. Let's do this. Sag ich doch. Er wusste es halt. War so klar. Dieser Kopf wird fliegen. Du bist ein Roboter mittlerweile.
I don't fucking think so. Krieg ich den Kampf jetzt oder nicht? Weak ass loser. Oh, jetzt gibt's mehrere von ihm. Here he is again. And there's more of them. For reals? This asshole is spawning? You. That guy is so creepy. Und jetzt wird er dreimal das machen, oder wie? Ach, leck mich am Arsch. I'll take you all on at once. Massenproduzierter Destroyman. Die greifen Schwärmen, also erledige sie mit deinen Deathlord-Skills. Ja, Destroy Cannon, daran erinnere ich mich noch. Aber ich habe vorbereitet. Jetzt zerlege ich erstmal. Und noch einer weg. Ah, die Rüstung hält nicht lang. Tschüss. Ich sagte tschüss. Wie viele von denen wird es geben? Ich greif dich mal, ne? Mustang-Modus! Du nervst! Ich mochte das Träumen noch nie. Er ist einfach ein Dreckiger. Soll das alles gewesen sein? Ich hätte einfach in den Arsch. Flieg! Aua. Das Träumen ist ein richtiger Billo geworden. Oh geil, damit kann man mehrere treffen, wusste ich gar nicht. Nein, ich klatsch dich einfach. Noch einer weg. Tschüss und tschüss. Der andere hat währenddessen die andere Fähigkeit hier gemacht. Ah, das war der letzte. Okay. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch eine Massenproduktion oder hier eine Sequenz hier. Das hört ja nie auf. What the fuck? There are millions of them. This is pretty fucked up, Travis. All battles must end. Here we go. Travis, get away from there. What? Jam. A custom cannon. Er hilft mir schon wieder. Jetzt ist dann Loch. I've located the enemy. The real one is down below. Leave this to me and get to Central Mag. I don't really get it, but I need to go down into that hole, I guess. You got it. Shit. This is scary. Meow. Jetzt kommt der echte Destroy Man. Hoffentlich. Der Elche trägt natürlich ein Cape. Nein, ich gebe dir nicht die Hand. So this is the real one, huh? This place. It's been turned into a Destroy Man factory.
What the fuck are you even trying to do, you weird-ass bastard? I'm Destroy Man, the superhero. I'm Ash. I destroy the evils of this world. Evil assassin Travis Touchdown. I will destroy you. Oh, this dude is such an immature little bitch. Even more than you. Er wurde halt immer und immer mehr zum Roboter. I'm really gonna mash up those brains of yours. Destroy Kurt! Das ist der richtige. Anti-Gravity Death Force! Ach, sehr ruhig. Tschüss! Mit dir wünsch ich den Boden. Sag ich doch, mit dir wisch ich den Boden. Nein. Den will ich nicht abbekommen. Nein. Nein. Böser der Destroy Man. Ah. Ich wollte gerade ausweichen. Oh, jetzt bewegt er den auch noch. Ich dachte, er bleibt wieder an einem Ort. Ich habe die falsche Technik gemacht. Ich wollte die einsetzen. Ich liebe diese Technik. Und tschüss. Endlich. Ich mag den Typen einfach nicht. Er ist halt so ein Dreckiger. Dem willst du nur treten. Zack. Ist er endgültig mal weg. Irgendwie überlebt er ja immer. Er wurde in zwei Teile geschnitten, wurde dadurch tatsächlich zwei Leute. So mit dem Typen, ey. Den mag ich. Champ. He was an unaffiliated terrorist. He took money from militaries around the world. Tried to mass produce himself to take over the globe. Have you been watching him? Yeah, I was observing him. Ja, Destroy Man, ne? I was able to stop him. He was one tenacious dude. Yeah, you got that right. All right, champ. Let's run. Let's. Was für eine wunderschöne Sequenz. Whoa! Er hat einen neuen besten Freund gefunden, ne? $14,000. Damit habe ich ein Drittel vielleicht vom nächsten. Jetzt kommen wieder ewig lange Sequenzen. Can I really hire you to do this? If it's a contract, I won't turn it down. Kill this man. What's the price tag? Stock in my company. 30% of the total stock. Convert it into cash, and you'll be a very rich man. Sounds like a good plan. I'll take the job. The transfer is complete. Confirmed. The job will be done shortly. When? When are you gonna do it? Before the autumn winds blow. Seriously, I'm really counting on you. Please, kill him. No need to rush.
engagiert. Also, irgendwie kriege ich keinen dieser Alien-Bosse wirklich. Den Geister-Boss habe ich ja bekommen, aber die Alien-Bosse kriege ich irgendwie gar nicht mehr. Ein bisschen traurig. Solange mir keiner versucht, hier den Endkampf mit Fu auch noch streitig zu machen, ne? Bin ich ja wenigstens glücklich. Water to cleanse yourself from the inside out. So, einmal aufs Klo, einen abseilen und dann darf ich wieder Kämpfe machen. Da freut man sich doch. Ich glaube, ich kann mich wieder wegmachen. I don't see Damon. I have not heard from him in several days. What happened with Sonic Juice? I cannot get a hold of Mr. Juice either. He's probably off training again. Sonic is a tough guy. I mean, it's my fight, but still. Okay. There was something wrong with me there. I spent too much time fucking around. How many hours of gaming per day? 10 hours. Ooh, that's too much playing. It should be like an hour, right? It looks like I've gotten too caught up in gaming. I'm sick of video games. Wake up! Who is it? Oh, I'm still sleepy. So you can't even beat your desire to sleep, huh? Wide awake now, huh? Hey! Hey! Wurde mir gerade schon wieder ein Bosskampf geklaut, ohne dass ich überhaupt anwesend war. He's not gonna wake up. You gonna come all the way here to me, Travis? Touchdown. Ich hab mir wohl gerade wirklich schon wieder einen Boss geklaut. Podcast. Mead Case Comedies. You wanna watch the Mo song one more time? No, we should go back to Zebra Man. Yeah, Mike and Kuro go great together. Kudo's comedy is complicated, you know? Only Miike can use imagery to make it work. Kudo's scripts are really strong. He always ends up leaning on the words. Und was war das jetzt eigentlich mit diesem einen Typen? Der Kampf ist so gut wie erledigt. Ich würde überfahren. Oh, hi! Charlotte! Hey, you want a beer? Yeah. So sieht übrigens ihr Bild dort aus. Charlotte kämpft endlich auch wieder mit. Good. I've been revitalized. You're finally doing better, huh, Charlotte? Quit calling me that. It's a nice name. It suits you. I'll fucking kill you. Hey, which Miike movie do you like? Miike? Who's that? For reals? You don't know Miike? He's like a film super director from Japan. If it's Japanese stuff, give me anime. What anime? Richtig. Votoms or Doug Ram? Seriously? Damn, that's cool. My dad was a Takahashi fan. I see. He's got good taste. Knock it the fuck off. Don't get cute. Let's watch it together. All I got is Lesnar, though. Nice. And beer. Let's drink. Wenigstens lebt sie richtig. Wer keine Animes mag, der gehört vergraben. Nein, Peil, das war kein Flaming. Sniping Lee habe ich nie wirklich bekämpft. Das war dieser fressende Superheld, der ihn mir weggeschnappt hat.
Ich kam gar nicht dazu zu kämpfen. So, ich will jetzt noch gucken, wo finden die nächsten Kämpfe statt. Ah, hier schon wieder. Ich guck gerade, ob hier irgendwer zum Anquatschen neu dazugekommen ist, aber anscheinend nicht. Nö, einfach nur hier verkloppen. Okay, beim nächsten Mal sehen wir uns dann dort wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich werde jetzt wieder 50.000 farmen müssen. Das wird wunderbar. Wir machen ein paar Rangkämpfe beim nächsten Mal und wir sehen uns dann jetzt auch wirklich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!